Es ist halt so ein bisschen schade, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke oder an meine Kindheit auch zurückdenke, da ist immer so ein bisschen Bitterkeit und Wut und das ist so eine Negativität, ja. Und das würde ich schon gerne irgendwie auflösen, weil ich bin das nicht. Ich bin nicht verbittert oder wütend und ich möchte das auch nicht sein. Mein Thema ist eigentlich, dass ich immer das Gefühl habe, bei allem, was ich mache, ob das nur für mich ist oder auch wo andere Menschen dann unter Umständen mit beeinflusst sind, wenn ich dann darüber spreche, fange ich immer sofort an, das auch sofort zu rechtfertigen. Und ich werde dieses einfach nicht los. Das belastet schon sehr. Hallo und guten Abend, liebe Katharina. Schön, dass du hier bist. Ich weiß nicht, ob man dich schon hören kann. Auf jeden Fall freuen wir uns auf ein gemeinsames Coaching mit dir. Ja, und wir begrüßen natürlich alle, die sich dafür interessieren, für Coaching. Und vielleicht vorab, Coaching heißt nicht, wir geben Ratschläge, sondern wir stellen Fragen. Und wir versuchen, dass die Erkenntnis nachher in Katharina entsteht. Aber Katharina, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was dich gerade beschäftigt. Vielleicht. Ja, also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt gut hören. Sehr gut. Prima, Gott sei Dank. Fantastisch. Ich glaube, ich habe so ein ganz klassisches, typisches Familienthema laufen. Also schon seit ein paar Jahren. Meine Eltern sind beide verstorben vor ein paar Jahren. Das ist auch okay für mich. Aber mein Verhältnis mit meinen Eltern war halt so, es war halt irgendwie okay. Also ich hatte jetzt keine schlechte Kindheit. Aber es war irgendwie nicht sehr liebevoll. Und mein Vater zum Schluss, ja, ich fand, er war mir gegenüber, ehrlich gesagt, manchmal auch ein bisschen fies, fast gemein. Also er hat so immer mir ein schlechtes Gewissen gemacht, hat gesagt, ich würde mich nicht genug um ihn kümmern und ich hätte keine Zeit, hat dann auch seinen Freunden das kolportiert und so. Also er wurde unser Verhältnis irgendwie immer schlechter. Und es ist halt so ein bisschen schade, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke oder an meine Kindheit auch zurückdenke, da ist immer so ein bisschen, weiß nicht, Bitterkeit und Wut und es ist so eine Negativität, ja. Und das würde ich schon gerne irgendwie auflösen, weil ich bin das nicht. Ich bin nicht verbittert oder wütend und ich möchte das auch nicht sein. Und eigentlich, meine Eltern haben ja auch irgendwie, das waren ja keine bösen Menschen oder so, ja. Die haben ja auch ihr Bestes gegeben, aber ich merke halt, wenn ich so von meinen Eltern erzähle, das ist immer noch so ein emotionales Thema und es ist halt negativ belegt und das finde ich total schade. Ja, und bisher konnte ich das nicht drehen irgendwie. Also erstmal die ganz gute Nachricht ist, Katharina, es ist total egal, ob die Eltern noch da sind oder nicht. Wir können mit dem Thema aufräumen, wir können das heilen und du kannst sogar auch jetzt noch ein gutes Verhältnis zu ihnen herstellen. Das hört sich mal erstmal überraschend an, weil man sich denkt, ja, aber derjenige ist ja nicht mehr da, ich kann es ja nicht mehr persönlich mit ihm klären. Und wir erleben das ganz, ganz oft im Coaching, dass wir dann die Themen ansprechen in einem Coaching, auch wenn der ein oder andere Elternteil bereits gar nicht mehr da ist. Es lässt sich dennoch heilen. Das soll jetzt erstmal so die hoffnungsbringende Ja. Message sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was du jetzt beschreibst, du denkst sozusagen mit Bitterkeit und Wut an deine Eltern. Gibt es denn in deinem Alltag, im Jetzt, gibt es da manchmal Menschen, die vielleicht deine Mama oder deinen Papa repräsentieren? Weil das ist auch manchmal möglich. Hast du da so Menschen, die dich daran erinnern? Warum taucht diese Bitterkeit denn in deinem Alltag auf? Eigentlich, die ist gar nicht so viel in meinem Alltag. Es ist vor allem, wenn ich so von meinen Eltern erzähle oder an sie denke. Also so ein, ich weiß nicht, was du meinst mit Repräsentanten, würde ich sagen, gibt es erstmal nicht. Oder ich verstehe es vielleicht noch nicht richtig, was du meinst. Vielleicht, wenn du dir überlegst, gibt es Situationen in deinem Alltag, in denen du eben die ähnlichen Gefühle, die du damals mit deinen Eltern gefühlt hast, du hast deinen Vater erwähnt, der so ein bisschen fies war. Gibt es zum Beispiel fiese Männer? Manchmal suchen wir uns so unterbewusst Projektionsfiguren, zum Beispiel den Chef, ich sag mal so ganz Ja, klassische, ich weiß, was du meinst. ja. Gibt es da jemanden in deinem Leben? Einfach nur mal zu schauen, ob da was in deinem Leben Nee, jetzt würde ich gerade. sagen, nicht. Eigentlich nicht. Das ist wirklich so ein Thema, was ich so einfach fokussiere auf mein Elternhaus, würde ich sagen. Sehr gut. Dann geht es eigentlich nur darum, wirklich Frieden zu machen in dir. Genau. Und das ist etwas, was wir mit ganz einfacher Arbeit in unserer Coaching-Methode machen, indem wir als allererstes all das, was nicht so toll war, auch wirklich mal hochkommen lassen. Weil oftmals ist es so, dass wir uns eben nicht trauen, schon gar nicht, wenn die Eltern verstorben sind, auch mal zu sagen, Mensch, also das war wirklich blöd und das hat mir nicht gefallen und das fand ich doof. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du dir mal die Zeit nimmst, wirklich einmal aufzuschreiben, was hat dir nicht gefallen und auch mal zu spüren, wie hast du dich damals gefühlt?
eine Verbindung aufzunehmen zu der kleinen Katharina, die das damals erlebt hat und die sich nicht gesehen gefühlt hat oder was auch immer du damals empfunden hast. Das heißt, wenn wir das nämlich immer weiter wegdrücken, dann bleibt es bei uns, so wie du gerade beschreibst. Und ich glaube, das wäre so der erste Schritt. Ja, und du kannst zum Beispiel auch wirklich in einem Coaching oder auch heute Abend, wenn du ins Bett gehst, dir entweder deine Mama oder deinen Papa nochmal vorstellen. Ich weiß nicht, wie hast du sie genannt? Mama und Papa, stimmt das? Oder Mutti und Vati? Es gibt da ja die. Mama habe ich sie angesprochen. Mama und Papa? Ich habe als Kind nie Mama, Papa genannt. Also ich habe immer die Vornamen verwendet. Okay, gut. Und wer ist so der Wichtigste im Moment oder die Wichtigste? Mit wem möchtest du gerne am liebsten sofort aufräumen? Also im Liebevollen, im Guten? Mit meiner Mutter hatte ich eigentlich ein besseres Verhältnis, deswegen vielleicht eher zu meinem Vater, weil da ist, glaube ich, die meiste so Bitterkeit und die meiste Negativität drin, würde ich sagen. Kennst du denn Bitterkeit und Negativität bei dir selbst manchmal? Nee, auch nicht? Ich bin das gar nicht. Also ich möchte das gar nicht sein und ich bin das auch gar nicht. Mhm. Genau. Okay. Und es gibt auch tatsächlich gar niemanden in deinem Leben. Ich weiß, Walter hat das schon gefragt. Das ist nur sehr erstaunlich, denn normalerweise holen wir uns das irgendwo wieder rein. Oder wir wollen es auf gar keinen Fall haben, aber es zeigt sich dann meistens doch. Und du hast das hinbekommen, dass sich das in keinster Weise zeigt? Du meinst dann wirklich mit anderen Personen? Mhm. Oder im Leben oder dass du manchmal doch an dieses Gefühl der Bitterkeit und sowas rankommst, es aber nicht haben möchtest, musst du nicht. Ne? Ich frage nur nach. Ja. Naja, nee, also natürlich kommt so ein Gefühl manchmal auf. Also das ist jetzt nicht der Fall. Ich möchte jetzt nicht von mir sagen, dass ich nie irgendwie wütend oder verbittert oder negativ bin. Das kommt schon vor, natürlich, klar. Ja. Okay, aber nichtsdestotrotz wollen wir dir das auch gar nicht andichten. Was wirklich eine gute Möglichkeit ist, ist, dass du dich zum Beispiel alleine einfach heute Abend mal mit deinem Vater verbindest, dass du dir ihn vorstellst, dass du ihn in einen Raum bittest und vielleicht einfach mal Kontakt zu ihm aufnimmst. Das können wir tun, egal ob jemand da ist oder nicht da ist. Und das ist auch sogar das, was wir raten. Wir machen auch in der Ausbildung im Grunde alles erstmal mit uns aus. Also ohne, dass wir jetzt dann zum Papa oder zur Mutter gehen würden und würden sagen, pass mal auf, das, was damals lief, das war nicht gut. Sondern wir schauen, dass wir wirklich die Dinge erstmal so für uns klären. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir natürlich alles, was wir als Kind erlebt haben, sehr subjektiv erlebt haben. Und es auch gar nicht dran ist, es den Eltern nochmal so um die Ohren zu hauen, sondern einfach, wie Walter auch schon gesagt hat, wirklich einfach mal aufschreiben, was hat dich gestört an deinem Vater? Worunter hast du gelitten? Und wenn du das aufgeschrieben hast und hast es dadurch schon mal ein bisschen klarer, dann könntest du tatsächlich ihn mal in einen Raum holen, ne, so virtuell in einen Raum holen und könntest ihm das alles sagen. Und du könntest auch wirklich reinfühlen, ob du jetzt gerade erwachsen bist oder ob da vielleicht die kleine Katharina kommt, in welchem Alter sie da ist. Und dazu gibt es auch in unserer Ausbildung ganz viele Meditationen. Das heißt, wir werden dich da auch Stück für Stück mitnehmen in diese Aufarbeitung der alten Themen. Und das jetzt hier so vor der Kamera zu machen, das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, weil tatsächlich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen das wirklich eines der prägnantesten Themen ist, die uns prägen. Deswegen fragen wir auch immer wieder nach, weißt du, weil oftmals ist es so, dass das die wichtigsten Schlüsselpersonen in unserem Leben waren. Und die haben uns einfach auf die ein oder andere Art und Weise sehr geprägt. Und wir ziehen uns dann immer mal wieder so in Schleifen Dinge in unser Leben, die damit sehr viel zu tun haben. Und wenn wir das abschließen wollen, dann ist es sogar sehr hilfreich und gut, es schon festgestellt zu haben, dass da so eine Bitterkeit noch in dir ist und du möchtest sie gerne aufarbeiten. Das ist ganz wunderbar. Das heißt, du hast es schon bewusst auf dem Schirm. Du weißt schon, wo du hin möchtest und du fühlst schon, ich möchte da gerne in Frieden kommen. Und das kannst du definitiv auch jetzt. Du brauchst deine Eltern dafür nicht hier physisch. Wir können das wunderbar in Meditationen lösen. Wir können das auch in einem Coaching mit dir lösen. Das ist gar kein Thema. Und ich wollte nur gerade noch weitergehen. Wenn du das jetzt deinem Vater gesagt hast, auch in diesem inneren Raum, also wir nennen es einfach so einen inneren Raum, du stellst dir einfach vor, dein Vater kommt in einen Raum rein und er stellt sich so mit gutem Abstand vor dich hin und du sagst einfach mal all das, was nie gesagt wurde, weil oftmals sagen wir, nein, aber was ist denn, das ist doch lange vorbei und warum soll ich jetzt auch meinem Vater das nochmal erzählen? Es ist sehr, sehr wichtig, dass du in dir Frieden schaffst, weil sonst ist es wie wenn du eine schimmelige Wand mit weißer Farbe streichst und das war alles toll. Aber darunter gärt es und das muss einmal tatsächlich ausgesprochen werden. Und dann gibt es wie so eine Art kleines Ritual, was wir mit unseren Teilnehmern machen, dass wir erstmal auch all das zurückgeben, was du vielleicht übernommen hast, was du aber gar nicht unbedingt haben möchtest. Zum Beispiel vielleicht eine negative Denkweise oder. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Und auch all das wieder zu uns nehmen,
was wir vielleicht in Kindheit abgegeben haben. Vielleicht so die Lebensfreude, die Fröhlichkeit. Das kann passieren, wenn zum Beispiel ein Elternteil sehr gelitten hat. Dann haben Kinder gesagt, okay, dann darf ich auch nicht mehr fröhlich sein. Dann möchte ich auch traurig sein, so wie Mama. Die haben sich das nicht mehr erlaubt. Und das kann man wieder zurückholen. Und da geht es überhaupt nicht um Schuld, dass jetzt die Eltern was falsch gemacht haben, sondern wir räumen unser inneres Energiehaus auf, indem wir tatsächlich Dinge nach außen geben, die nicht zu uns gehören, und was zurückzuholen. Und dann gibt es ein ganz schönes Ritual, was wir machen, nämlich ein Vergebungsritual. Und das fängt an mit den Worten: Ich bitte dich um Vergebung, lieber Papa, für all das, was ich in meinem Leben so oft gedacht oder gesagt habe. Vielleicht habe ich auch Dinge getan, die tun mir leid. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Und in dem Moment, wo du anfängst, ja, dann kannst du auch viel einfacher vergeben, weil dir vielleicht auffällt, naja, so nur toll war ich jetzt auch nicht und nur liebevoll war ich auch nicht. Und dann entsteht wie so eine Art innerer Frieden. Und wie du gerade schon von Christina gehört hast, es ist ein Prozess, der allein in unserer Ausbildung über mehrere Videos, über mehrere Meditationen geht, weil es das tiefste Thema ist, das wir so in uns tragen, weil es die wichtigsten Menschen waren, die uns begleitet haben, egal in welcher Form, auch wenn Papa nicht anwesend war oder sich Mama und Papa getrennt haben. Das Kind reagiert immer auf das, was es erlebt, und bezieht es auf sich. Und dort entsteht dann Glaubenssatz um Glaubenssatz. Und die stehen oftmals im Erwachsenenleben tatsächlich im Weg. Also ich bin sehr gespannt, was du da noch so für eine Reise mit uns erleben wirst und was du für dich alles noch erkennst, wie viel Einfluss da tatsächlich noch herrschte. Das wird ganz, ganz spannend. Schön, dass du dabei bist, ja. Muss ich sagen. Vielleicht können wir gerade noch mal so für alle auch erzählen, wie kann sich denn sowas, wir nennen das auch so eine Verstrickung mit den Eltern, wie kann sich sowas äußern? Ganz oft, deswegen haben wir dich gefragt nach dem Jetzt, ganz oft im Partner. Also je nachdem, ob du eine Partnerin oder einen Partner hast, kann es sein, dass sich dort, dass man sich unterbewusst eine Symbolfigur wieder ins Leben holt, sei es der Papa oder die Mama. Und bei mir war es dann oftmals die Mutter und du hattest öfters mal eine Mischung, auch, eine Mischung aus Mama und Papa, das kann ja beides sein. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man immer wieder Menschen in sein Leben zieht, die so genau diese gleiche Art haben, die so vielleicht genauso dominant waren wie Papa oder genauso, wie auch immer, das, was dich dann an Mama vielleicht genervt hat, dass es eben auch genau wieder da ist. Und das ist etwas, was wir unterbewusst anziehen. Genau erklären kann man das nicht, aber wir haben so viele Menschen gecoacht und in so vielen Fällen hat man tatsächlich diese Verbindung gesehen. Aber es muss nicht sein. Und Frieden zu schaffen wird auf jeden Fall genau das lösen, nämlich dass du mehr und mehr freier wirst, also nicht mehr das Leben oder die Gedanken deiner Eltern weiterdenken musst oder genau das Gegenteil, was auch nicht frei macht, sondern du kannst plötzlich aufmachen und dein Leben leben. Und deswegen ist diese Arbeit ganz, ganz wichtig. Und es ist toll, dass du da bist. Ne? Freuen wir uns. Gut. Ja, danke schön. Wir hoffen, wir konnten dir eine kleine Richtung schon geben und du wirst merken, es wird sehr, sehr spannend in dem Kapitel. Du bist in welcher Woche gerade? In der dritten oder so. Ja. Okay, du bist noch ganz am Anfang. Also freu dich drauf, weil das ist vielleicht das wichtigste Kapitel. Wenn wir das loslassen, das habe ich wirklich für mich ganz befreiend erlebt. Also diese Vaterverstrickung, das war damals vor einem großen Seminar, also mein erstes großes Seminar. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll ich das jemals geben, weil ich da nicht stehen konnte. Und also ich habe da eine ganz intensive Sitzung nochmal gemacht und da stand plötzlich mein Vater hinter mir und meine ganzen männlichen Ahnen. Und es war so, ich konnte plötzlich auf der Bühne stehen und frei von der Leber ich selbst sein. Und wenn es so energetisch so der Vater da noch irgendwie zurückzieht, das kann man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns berichtest in einem der Live-Q&As, die jetzt ja kommen werden, dass du uns mal erzählst, wie bist du weitergegangen ab diesem Datum jetzt? Welche Medi hat dich da besonders nochmal mitgenommen? Vielleicht kommen wir dazu, dich auch nochmal live zu coachen, um zu gucken, wo du dann stehst. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich wünsche dir da jetzt alles Liebe und freue mich, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Bis ganz bald, mach's Katharina. Mach's gut, Katharina. Ciao. Ciao. Ja, das ist so ein tiefes Thema, ne? Das kann man nicht mal eben jetzt hier in 20 Minuten vor der Kamera, weil das wirklich so das wichtigste Thema überhaupt ist. Und wir wollen mit diesen Coaching-Sessions natürlich
ganz besonders dir als Zuschauer einfach mal eine Idee geben, wie läuft sowas? Und vielleicht ist dir aufgefallen, wir fragen nur, wir fragen und wir beharren auch nicht darauf, dass da jemand ist in ihrem Leben, sondern dadurch, dass wir es so oft gehört haben, haben wir es einfach mehrfach nachgefragt, um sicher zu gehen und letztendlich dann ihr einen Ausblick geben. Und das Gleiche werden wir jetzt mit Ralf machen. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Grüß dich, schön, hier zu sein. Ralf, erzähl uns mal, was ist dein Thema? Was magst du dir mit uns angucken? Ja, ich habe das Problem oder mein Thema ist eigentlich, dass ich immer das Gefühl habe, bei allem, was ich mache, ob das nur für mich ist oder auch, wo andere Menschen dann unter Umständen mit beeinflusst sind, wenn ich dann darüber spreche, fange ich immer sofort an, das auch sofort zu rechtfertigen. Also ich sage immer genau sofort, wieso, weshalb, warum ich mich so entscheide. Und das kommt halt eben sehr häufig nicht gut an, weil manche wollen es gar nicht wissen. Ich rede nun mal gerne. Ist halt so. Aber das ist halt eben etwas, wo es dann natürlich dann auch häufig zu Diskussionen kommt, die gar nicht sein müssten, wo ich mich dann hinterher echt frage, warum hast du das schon wieder gemacht? Und ich werde dieses einfach nicht los. Und das belastet schon sehr. Hast du das Gefühl, das ist schon früher entstanden oder kennst du es erst jetzt aus dem Erwachsenenalter, dieses Verhalten, von dem du gerade erzählt hast? Also ich habe es jetzt eigentlich erst durch diese gesamte Selbstreflexion herausgefunden, die ich jetzt durch dieses Coaching, ich bin jetzt so Mitte der zweiten Woche, gemacht habe, weil es geht ja dann doch wirklich sehr in die Tiefe. Und da habe ich das eigentlich erstmal so festgestellt. Ich habe immer gedacht, das hängt irgendwie mit meinem Beruf zusammen. Ich bin Fahrlehrer, da muss ich viel erklären. Aber ich muss ja keinem Fahrschüler erklären, wie das Auto funktioniert, sondern nur, wie man es fährt. Und da habe ich es eigentlich erst mit den Verbindungen gesehen. Aber ich denke, das ist schon viel länger da. Und was glaubst du, warum? Warum machst du das? Es gibt ja einen Grund dafür. Du machst es ja nicht einfach so, sondern du möchtest ja damit irgendetwas auch bezwecken oder erreichen. Was ist es? Warum machst du das wohl? Was glaubst du? Ich habe das Gefühl, dass ich das mache, weil ich auch gerne, wenn andere Menschen eine Entscheidung treffen, die auch mich dann betreffen, wo ich dann eventuell drunter zu leiden habe, der Chef trifft eine Entscheidung, die mir nicht gefällt oder sonst irgendwas, dann würde ich die gerne verstehen. Und damit mir das nicht passiert, glaube ich, deswegen erkläre ich immer sofort oder rechtfertige mich sofort. Und wie war das denn früher, Ralf? Wurden dir da die Dinge erklärt? Viele nicht. Mhm. Und also das war dann einfach, ja, das wird jetzt gemacht, ne, und basta. Ne, so, und also ich reagiere schon auf den Satz, das macht man nicht. Da reagiere ich schon manchmal fast aggressiv. Da möchte ich schon manchmal sagen, was, warum, wer sagt das? Und ne, wer hat das denn früher immer gesagt? Wer hat genau das denn früher immer gesagt? Wer hat denn gesagt, so wird es jetzt gemacht? Das macht man so und das macht man nicht so. Die Großeltern und auch, ja, mein Vater ist da auch eher so der Strengere. Ich habe da auch eher so die Basis zu meiner Mutter. Also wenn es zu Streitigkeiten mit meinen Eltern kommt, dann meistens mit meinem Vater. Mhm. Das heißt also, es könnte da ein bisschen was mit zu tun haben, so mit der Art, wie dein Vater mit dir umgegangen ist. Und du möchtest auf jeden Fall so nicht umgehen mit anderen Menschen, habe ich jetzt gehört. Stimmt das? Ja. Das heißt, das ist der Grund, warum du dich immer erklärst, um andere abzuholen, um nicht so zu sein wie dein Vater. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, wo bist du so wie dein Vater? Wie wärdest du dich? Oder wenn ich sogar sagen würde, du bist wie dein Vater. Weißt du, in Partnerschaft macht man das ja manchmal, ne? Dass man dann so raushaut, Mensch, du bist ja wie dein Vater. Wie wäre das für dich? Also in meiner Ehe, die ich jetzt schon 10 Jahre hinter mir habe, kam das zum Schluss schon mal vor, dass meine Ex-Frau zu mir gesagt hat, weißt du was, du bist ganz der Theo. Ne? Also mein Vater heißt Theo und ja, und das war dann oftmals so der Grund, wo ich dann gesagt habe, jetzt drehe ich mich besser um. Und ja, also das war so richtig. Weißt du, Ralf, vielleicht kannst du auch schon ahnen, dass du natürlich etwas erlebt hast, hast es interpretiert als, oh, nervig, nicht gut, dein Vater war sehr dominant, du hast darunter gelitten, es ging dir nicht gut damit und hast dann unterbewusst entschieden, so werde ich nicht. Und wenn du aber jetzt in deinem heutigen Leben bist, fehlt dir da manchmal dieses Basta
Also es gibt ja, weißt du, wenn wir uns nur für die eine Seite entscheiden, ist jetzt die Frage, wie sieht es mit deiner Durchsetzungskraft aus? Wie sieht es aus, wenn es mal wirklich wichtig ist? Und als Fahrlehrer könnte ich mir vorstellen, es gibt Situationen, die sind, gut, du hast deine Pedale, ja, da kannst du ordentlich auf die Bremse treten, aber es gibt sicher auch Situationen, wo es dieses, so machen wir es jetzt und Schluss und das wird nicht diskutiert. Fehlt dir das manchmal in deinem Leben? Diese kraftvolle, klare Art, um es mal ganz neutral zu sagen? Ja. Also mir fällt jetzt gerade spontan da nichts so ein. Das kann schon durchaus sein, dass mir das manchmal fehlt, dass ich dann einfach nur sage, da wird jetzt nichts diskutiert und fertig. Oder dass ich das vielleicht sagen sollte. Aber ich bin dann halt eben so, weil ich möchte einfach, dass die Menschen verstehen, warum ich so oder so handle. Und okay. Das, was mich eigentlich in erster Linie daran nervt, ist, dass ich nicht unterscheiden kann, dass ich, es gibt ja Momente, als Fahrlehrer muss ich erklären. Aber wenn es jetzt zwischenmenschliche Dinge sind, da hat es halt eben dann auch schon halt eben Situationen gegeben, wo ich dem anderen dann die Möglichkeit gegeben habe, meine Meinung, also Gegenargumente zu bringen. Und dann gab es halt eben, wenn ich da vielleicht gesagt hätte, das ist jetzt meine Entscheidung und Punkt, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu einer Diskussion gekommen. Okay, wir wollen auch gar nicht die positiven Aspekte hinterfragen, dieses Erklärens, keine Frage. Aber so ist es meistens, wenn wir uns nur für eine Seite entscheiden, fehlt uns das gesamte Spektrum. Und ganz oft versuchen sich Menschen zu erklären, weil sie eben auch nicht nur den anderen abholen wollen, sondern weil sie auch einen Konflikt lieber aus dem Weg gehen, weil sie lieber geliebt werden wollen, weil sie gesehen werden wollen. Es gibt da ganz viele Gründe für. Und da würde ich gerne nochmal an diese unangenehme Ecke nochmal mit dir hingucken. Mhm. Nämlich, wo gibt es da etwas in deinem Leben, wo du sagst, naja, also da wünsche ich mir schon manchmal diese Kraft und diese Klarheit, das zu mir stehen. Verstehst du, wie ich meine? Das wär höchstwahrscheinlich etwas, was du dir mit dieser Erklärerei etwas nimmst, weil du diese Klarheit verlierst, wenn du das übertreibst mit dem Erklären. Ich finde es auch ganz wichtig, die Frage an dich, wer ist es tatsächlich in dir, der in diesem Moment unbedingt diese Erklärung geben möchte? Wer ist das? Ist das der Erwachsene oder vielleicht sogar der kleine Ralf? Mhm. Und die Antwort, die kannst nur du geben. Aber was glaubst du, wer ist das dann in dir, der unbedingt das jetzt erklären möchte, um nicht so rüberzukommen wie vielleicht der Papa? Das, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann bin das schon, ist das der kleine Ralf. Genau, darum geht es, Ralf. Ja, ja, weil? Weil mir die Erklärungen gefehlt haben. Genau. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Auch für den Großen. Weil dann sitzt nämlich ganz oft in solchen Gesprächen gar nicht der Große da und erklärt, sondern? Der kleine Piefke. Und das ist herausfordernd. Mhm. Und dann kommt das natürlich auch im Gespräch eventuell so ein bisschen so rüber, weißt du? Das heißt, das kann dann dazu führen, dass es Konflikte gibt, weil die anderen das irgendwie spüren. Dass da was anderes dahinter steckt noch. Dass es nicht einfach nur eine Erklärung ist, sondern als ob der Kleine jetzt was gut machen möchte, was bei ihm nie gut gemacht wurde. Weißt du, wie ich das meine? Es hat eine andere Energie da. Ja, ich verstehe das. Mhm. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass du als der Große das realisierst. Und was könntest du da jetzt tun, wenn du jetzt darum weißt, dass es vielleicht der Kleine ist, der manchmal in solchen Gesprächen direkt übernimmt? Was wäre jetzt dran? Was steht jetzt da vielleicht an? Mein Opa hat auch immer gesagt, vor Betätigung des Mundwerks Gehirn einschalten. Also ich glaube, das ist einer der Punkte, dass ich wirklich, wenn ich meine Entscheidung treffe, ich mir erstmal selber klar werde, warum ich sie treffe. Und wenn es andere Menschen betrifft, die also dann mit den Folgen meiner Entscheidung irgendwie zu tun haben, dass ich die erstmal selber entscheiden lasse, ob sie überhaupt mehr wissen wollen oder nicht. Sehr gut. Und ich glaube, du darfst dir deine alte Wunde anschauen. Du darfst dir jetzt wirklich die Zeit nehmen, in dieser Ausbildung dir deine alte Wunde anzuschauen, die Wunde des kleinen Ralfs.
und die heilen. Und das tust du ganz einfach, indem du nochmal hingehst in so einer Meditation, die wir dir jetzt anbieten werden die nächsten Wochen, für diesen Kleinen mal zu fühlen, wie es ihm damals ging mit genau diesem Vater, mit Theo, der so streng war und einfach mal klare Ansage gemacht hat, ohne auf die Bedürfnisse dieses Kindes überhaupt Rücksicht zu nehmen und da für ihn zu fühlen, wie sich das angefühlt hat. Und in dem Moment, wo du das heilst, und den Kleinen da besser fühlen kannst, wirst du auch in der Lage sein, als Erwachsener dann Entscheidungen zu treffen, ohne in den Kleinen reinzurutschen. Die Wunde ist geheilt und du hast dann mehr Wahlmöglichkeiten, weißt du? Du musst dich dann nicht immer erklären, weil im Moment ist ja schon fast wie so ein innerer Drang, weil dann kommt sofort der Kleine, übernimmt das Steuer, um mal so zu sprechen, passt ja bei dir besonders gut in dem Fahrlehrer-Dasein. Ja. Der Kleine setzt sich dann ans Steuer und sagt so, pass mal auf, wir sind auf keinen Fall wieder Papa, wir erklären das jetzt. Aber wenn du im Erwachsenen bleibst, dann wirst du entscheiden können. Und mal wirst du dann aus dem Herzen heraus beschließen, als Erwachsener, Ralf, okay, ich möchte das jetzt erklären. Und mal wirst du aber auch das Standing des erwachsenen Ralfs haben, des Mannes in dir und wirst sagen können, nein, das lassen wir jetzt so stehen, das ist meine Entscheidung, Punkt. Das heißt, du wirst sehr viel freier dadurch. Und du kannst jetzt erstmal in der nächsten Zeit einfach beobachten. Es muss sich noch gar nicht ändern. Weißt du, aber du kannst dich beobachten. Du selbst kannst aus der Vogelperspektive auf dich schauen und kannst reinfühlen, okay, dieser Drang ist jetzt zu erklären. Wo kommt der gerade her? Ist das der Kleine oder der Große? Und du beobachtest dich einfach nur dabei. Und vielleicht kannst du sogar, während du das beobachtest, wieder zurück in den großen Erwachsenen wechseln und wirst dann schon merken, wow, da gibt es dann plötzlich wirklich schon jetzt viel mehr Möglichkeiten zu handeln. Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen. Das war jetzt doch sehr, sehr, glaube ich, sehr klar für dich. Ja. Wie könnte das denn wirken auf jemand in den Situationen, wo du selber merkst, ja, ich erkläre zu viel, sonst würdest du ja die Frage erst gar nicht stellen. Wie wirkt sowas, wenn du eine Entscheidung triffst und du es erklärst, obwohl es eigentlich gar nicht einer Erklärung bedarf? Was meinst du, wie wirkt es auf den anderen? Entweder gelangweilt im schlimmsten Fall. Ja, wie noch? Ja, es geht ja um eine Entscheidung. Wie könnte sowas wirken, wenn jemand eine Entscheidung trifft und dann 10-mal erklärt, warum er die getroffen hat? Unsicher. Ja. Nur als, einfach mal als Feedback. Ich glaube, du schwächst deine eigene Entscheidung, wenn du sie, ohne dass der andere nachfragt, nochmal und nochmal erklärst. Das heißt, und genau das ist jetzt die Magie der Polarität, jetzt die Mitte zu finden zwischen Basta und 1000 Erklärungen. Und das wird letztendlich dein Weg irgendwo dazwischen sein. Und mit dem fühlst du dich dann wohl. Und du sagst ja, das bin ich. Und ich bin nicht nur, weil Papa so war, auf der ganz anderen Seite, sondern ich finde jetzt meinen Weg. Und das ist ja genau dieses Spiel des Lebens. Okay, vielen Dank. Sehr gerne, Ralf. Wie geht's jetzt damit? Mir geht's gut damit, dass ich jetzt mal so einen Anschwung gekriegt habe, so einen Weg gezeigt bekommen habe, wie es mir dann in Zukunft mit diesen Dingen besser gehen wird. Toll. Ich finde, du bist auch schon sehr bewusst und es ist gut, das jetzt für die nächste Zeit mal zu beobachten. Ich bin gespannt, was du uns in den Live-Q&As berichtest, den ersten Medis. Nimm den kleinen Ralf vielleicht wirklich heute Abend mit zu dir in dein Herz. Weißt du, gib ihm ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit und nimm mit ihm Kontakt auf. Auf die eine oder andere Art und Weise. Das kann jetzt schon mal wirklich gut helfen. Ich werde es versuchen heute Abend. Ich freue mich. Mach's gut, Ralf. Bis ganz bald, Ralf. Danke, dass du dich gezeigt hast. Danke euch beiden. Sehr ehrlich, ganz toll. Ja. Bis bald. Und ihr macht im Übrigen alle da einen super Job. Dankeschön. Dankeschön. Hier alle um uns herum auch so viele. Im Hintergrund. Nee, das meine ich, euer ganzes Team. Also ich konnte jetzt nicht alles verfolgen, aber ich habe schon viele Sachen für mich rausfinden können, auch für mein Thema im beruflichen Bereich. Also von daher wirklich, ihr macht da echt einen richtig geilen Job. Dankeschön. Danke, da freuen sich alle, die jetzt das hören. Danke dir.